Hallo und willkommen. Ich bin Christian, Grüße aus dem wunderschönen und gerade sehr sonnigen Halle an der Saale, aus den ehernen Hallen von der Seminar, unserem kleinen Startup. Wir haben heute übrigens auch ein paar neue Zuhörer und Zuschauer aus anderen Bereichen, also deswegen noch mal eine kurze Vorstellung. Wer sind wir eigentlich, was machen wir und deswegen sitze ich jetzt eigentlich hier vor euch. Generell hoffe ich, dass das Du für alle soweit in Ordnung ist. Einfach für so ein nettes, kollegiales Miteinander, ich soll etwas langsamer sprechen. Und der Seminar, wir bauen gerade die Homeoffice-Plattform Campus auf und sind jetzt ganz frisch seit heute auch dabei. Jetzt ist endlich die ganze Technik nämlich angekommen, dabei die Mediathek für den Mittelstand aufzubauen. Wir haben netterweise im letzten Jahr von der Investitionsbank in Sachsen-Anhalt eine Förderung im Rahmen des Digital Creativity-Programms bekommen. Also in dem Fall Hashtag hier investiert Europa in ihre Zukunft. Und sind jetzt eben dabei, genau das zu machen. Einmal die Mediathek für den Mittelstand und einmal die Homeoffice-Plattform für digitale Unternehmen. Alle Informationen unter der-seminar.de. Dort findet sich alles weitere. Reicht auch, denke ich, für die Eigenwerbung an der Stelle. Und ich möchte euch jetzt vor allem worüber informieren. Deswegen habe ich nämlich auch für die Videozuschauer hier nämlich gleich eine schöne kleine Softbox mit dabei und bei mir am Revers. Ich hoffe, man kann mich soweit auch gut hören. Ansonsten würde ich das Ganze einfach nochmal aufnehmen. Und hier am Revier dann unseren schönen kleinen unser Ansteckmikrofon so. Das soll mich nämlich auch gleich zum Thema des heutigen Startup-Tagebuchs bringen, für die, die jetzt auch wieder neu dabei sind. Jetzt nochmal frisch umbenannt von Startup Nation in Startup-Tagebuch, weil das, glaube ich, ein bisschen aussagekräftiger ist. Betreue und begleite ich komplett auf unserem YouTube-Kanal und halt auch gastweise auf verschiedenen anderen Plattformen im Social-Media-Bereich die Entwicklung unserer Startups, also von Stand 0 bis wir werden hoffentlich in den nächsten Jahren ein ja, florierendes und gut funktionierendes Unternehmen sind. Und da ist halt der Punkt des Livestreamings bei uns ein ganz zentral wichtig oder generell des Streamings an sich. Denn wir wollen mit der Mediathek für den Mittelstand, ich sage immer gerne, so eine Art Netflix für Unternehmen schaffen. Und da brauchst du natürlich auch eine gewisse Qualität des Ganzen. Da würde ich euch nämlich jetzt mal kurz mitnehmen, also in dem Fall wieder die Videozuschauer ganz konkret, also jetzt nicht irritiert sein und euch mal kurz bei uns auch das kleine Büro zeigen wollen. Zum einen hier eine nette kleine Ringleuchte, auch mit einem kleinen Spiegel. Da kann ich immer noch so ein paar Checks einfach mal mit durchführen und hier gerade schon funktionierend eine unserer beiden Softboxen. Und so, euch wieder platziert. Würde ich euch die andere Softbox kurz mal vorstellen wollen. Also generell ist es nicht das teuerste Stück gewesen. Habe ich über einen größeren Online-Versandhändler mitbekommen. Aber was macht so eine Softbox an sich erstmal aus? Also ihr seht schon, wir haben hier, packe das mal ein bisschen mehr ins Licht dran, auf einem Ständer platziert ein entsprechendes ja, Konstrukt. Ich mache es vielleicht mal lieber richtig ganz auf, dass ihr mal einen Blick reinwerfen könnt. Kleinen Moment, es wird kurz laut. In dieser Softbox selbst sind in dem Fall vier bei mir. Das können Energiesparlampen sein, es können Hochenergielampen sein, es können auch LEDs sein. Aber in meinem Fall vier Glühbirnen, die dann halt eben für Licht sorgen, die dann in einem entsprechenden ja, zylindrischen, nee, nicht zylindrisch, helfe kurz, was ist ein Rhombus, ich weiß es immer gerade nicht, aber in einem entsprechenden Gehäuse drin sind, was dann helfen soll, bessere Qualität in der Ausleuchtung zu bekommen. Eine Softbox soll nämlich genau das sein, also am Ende eine Box, aus der ein sanftes Licht herauskommt. Ich schließe das nämlich jetzt auch hier gleich mal an bei mir und würde es dann gleich mal mit anstellen. Wir haben nämlich zwei Anstellungsmöglichkeiten bei dem Guten. Sehr teure und qualitativ hochwertige, vor allem Softboxen, haben sogar noch Kelvin-Einstellungen. Das heißt, ihr könnt die Lichtwärme, also von kaltem blauen Licht bis zu warmen rötlichem Licht einstellen. Geht hier jetzt an der Stelle nicht. Das wird dann einfach so ein ziemlich kaltes, weißes Licht werden. Aber es soll jetzt auch nicht stören. Ich mache jetzt mal die eine Hälfte an. Würde dann auch mal kurz zeigen, wie das dann ausschaut. Also zwei Lichter sind an. Dann mache ich noch die beiden anderen Lichter an. Und die Softbox funktioniert jetzt. Es kann sein, dass ihr ein leichtes Flimmern angezeigt bekommt bei euch im Video. Das hat dann einfach mit der Aufnahme an der Stelle bloß zu tun. Aber die
dieses Licht, ich würde es jetzt auch gleich wieder ausmachen, dass man mich wieder halbwegs sehen kann, wenn ich angestrahlt werde, sorgt dieses Licht dann dafür, dass es eine wesentlich sanftere Beleuchtung gibt. Genauso sorgt auch sowas wie ein Ansteckmikrofon, das kann ich generell auch empfehlen. Schaut auch immer, dass ihr das gut platziert, dass es nicht ein zu starkes Rauschen gibt. Also ich würde jetzt mal kurz testweise, nämlich mit dem Finger hier drüber gehen. Und wenn das halt eben die ganze Zeit an der Kleidung reibt, ist auch blöd. Also insofern schaut auch immer, das ist das Schöne bei diesem Ansteckmikrofon, ihr könnt die natürlich platzieren, da würde ich immer Hemd oder irgendwas empfehlen, das kann man dann nämlich noch sehr, sehr schön hier irgendwo anders mit befestigen. Das hat nämlich schon mal den gewaltigen Vorteil zu einem Headset. Headsets an sich sind zwar auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ich hätte hier zum Beispiel eins vom Hersteller Plantronics, mit dem ich persönlich auch ganz zufrieden bin, muss ich sagen. Gute Noise-Canceling-Kopfhörer und in dem Fall ein am Headset befestigtes Mikrofon, das man auch in der Position verändern kann. Die Variante gibt es auch in einer anderen Klassifikation. Ich habe zum Beispiel auch Kopfhörer, die dann so an der Seite befestigt sind und hinterm Kopf sich befestigen lassen, versus die normalen Kopfhörer, die halt eben über dem Kopf, also so einen klassischen Bügel bilden. Ich persönlich war immer ein großer Freund gewesen von denen, die hinter dem Kopf sind, denn gerade wenn ihr Livestreams zum Beispiel macht, dann habt ihr zwar so ein bisschen diese leichte Optik an der Seite mit den Kopfhörern, aber zum einen die Haare bleiben dann komplett, also die Frisur bin ich kaputt gemacht, die Haare bleiben erhalten und es wirkt nicht ganz so aufbauschend irgendwo. Aber dieses Modell von Kopfhörern gibt es halt leider immer seltener und meistens dann nur mit den klassischen Klinkenanschlüssen, wohingegen ich wirklich USB-Anschlüsse empfehlen kann. Zum einen, wenn die Klinke bei euch am Laptop, Festrechner, wie auch immer, mal kaputt gehen sollte, müsst ihr die ansonsten sehr teuer austauschen. Hingegen bei einem kaputten USB-Anschluss habt ihr mindestens noch einen Ersatz immer. Also dahingehend kann ich auf jeden Fall schon mal diese Variante empfehlen und Softboxen. Ich hatte vorher ein Ringlicht bei mir, beziehungsweise habe das Ringlicht ja immer noch. Das würde ich dann auch mal kurz mit anmachen und nur mal zeigen, wie das gute Stück dann aussieht. Also ihr merkt, die jetzt gerade den Video-Livestream schauen, ich habe ein bisschen anderes Licht jetzt. Würde auch mal die Kamera nochmal entsprechend justieren und das euch direkt zeigen wollen. Also das wäre jetzt das warme Licht. Und hier gibt es dann nämlich gleich zwei Einstellungsmöglichkeiten. Das wäre hier einmal die Helligkeit von wenig zu viel und dann hier die Kelvin-Wert. Ich hatte das jetzt gerade auf sehr, sehr warmen Einstellungen. Jetzt wird es sehr, sehr blau, also eben kalte Einstellungen. Und so. Ein Ringleucht ist dahingehend zwar auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil ihr damit verschiedene Dinge aufnehmen könnt. Nachteile habe ich aber auch schon an vielen Stellen bemerkt. Weil so eine Ringleuchte trotzdem noch ein verhältnismäßig hartes Licht wirft, also Stichwort Schattenwurf. Hingegen eine Softbox sorgt dann vor allem dafür, ich kombiniere das bei mir jetzt an beiden Stellen noch einfach mal miteinander, und eine Softbox sorgt dann dafür, dass das Licht diffuser funktioniert. Stichwort indirektes Licht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von so eher hochwertigen Hotelketten. Dort ist auch sehr häufig so, dass mit indirektem Licht gearbeitet wird, weil direktes Licht halt immer so ein hartes Licht wirft und Räume dadurch meistens auch alles andere als, ich sag mal, schön aussehen. Indirektes Licht, also zum Beispiel, wenn das Licht erstmal noch von irgendwo abstrahlt, sorgen dafür, dass so ein Raum wesentlich weicher und dadurch auch meistens gemütlicher wirkt. Genauso auch bei Livestreams die Anstrahlung der jeweiligen Person. Also, kurze Zusammenfassung. Was kann ich generell empfehlen? Ringleuchten für eine gute Ausstrahlung, aber tendenziell ein bisschen härteres Licht, sind an sich vollkommen okay. Ich empfehle eine Kombination mit klassischen Softboxen. Da könnt ihr auch vom Preislichen her gut miteinander arbeiten. Also solche Ringleuchten, die sind meistens mit LED inzwischen ausgestattet und können halt auch, gerade die guten, können auch sehr, sehr schön mit den Helligkeiten, mit den Nichtfarben arbeiten. Hingegen die meisten Softboxen, wenn die jetzt nicht gerade hunderte von Euro kosten sollen, die haben dann meistens nur ein kaltes Weißlicht, aber insofern eine Kombination aus beidem sorgt dann auch für das gewünschte Ergebnis. Ringleuchten, der große Vorteil, ihr habt halt ein gleichmäßiges Licht. Softboxen, ihr habt halt ein sehr weiches Licht. Bei den Mikrofonen würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht das billigste vom Billigen zu kaufen, aber schon entweder so ein Ansteckmikrofon oder halt auch wirklich ein gutes Headset. Da kann ich auch vor allem immer den Gaming-Bereich empfehlen. Also Gaming-Headsets, Gaming-Laptops, beziehungsweise auch Gaming-Kameras. Die
tendenziell für diesen Bereich, also sei das jetzt Let's Plays, Livestreams oder halt eben für den Gaming-Bereich gedacht sind, die sind auch für normale Stream-Aufnahmen, also halt eben für Live, sei das jetzt Livestream oder sei das jetzt generell einfach Videoaufnahmen, sind die sehr gut geeignet. Und wenn noch Fragen sind, das Team und ich stehen euch jederzeit gerne zur Verfügung, der-seminar.de. Dort findet ihr uns, dort findet ihr auch viele weitere Informationen. Könnt übrigens auch jetzt gerade in der aktuellen Phase, wenn ihr als Arzt, Lehrer in der Klinik tätig seid, als Therapeut, Logopäde, was auch immer, ihr könnt kostenlos, für ein Jahr komplett kostenlos, alle Eigenschaften, die es bei uns im Campus gibt, nutzen. Und das ist einiges. Wir haben da Projektmanagement-Tools drin. Es ist quasi so eine Art Mega-Cloud. Wir haben nämlich verschiedene Office-Anwendungen, wir haben Projektmanagement-Anwendungen, wir haben auch einen Live-Messenger, also sozusagen, ihr habt Skype, Trello, Slack und verschiedene andere Eigenschaften, die ihr von diesen Tools kennt, bei uns eben auch. Da will ich keinen Vergleich anstellen, aber ihr kennt es von diesen Anbietern und wir bieten Ähnliches halt auch an. Und hat eben alles aus einer Hand. Und in der Zeit jetzt gerade wirklich komplett für alle kostenlos ein ganzes Jahr, dass ihr halt einfach gerade als KMU, als Klinik, als Schule, dass ihr dort wesentlich besser, effizienter miteinander digital arbeiten könnt. Und großer Vorteil bei uns ist nämlich Serverstandort Deutschland, also Datenschutz wird komplett eingehalten. Das vielleicht als kleine Anmerkung hier noch zu. Und ansonsten, mein Name ist Christian, ihr seid bei der Seminar und wir hören und sehen uns bald wieder, wenn euch das gefallen hat. Dann hinterlasst doch einfach auch einen kurzen Kommentar, dass wir einfach nur wissen, okay, können wir häufiger auf diesen Plattformen mal mit veröffentlichen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Osterzeit und ja, wir hören und sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und wohlauf. Bis dann, tschüss.